Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir haben heute ein weiteres Tabak-Review für euch und zwar geht es heute um den Masaya Ruby Rush. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder mit dem Ruby Rush von Masaya, ein Himbeer- und Eistabak. Wir hatten ja schon länger kein Masaya mehr auf dem Channel, aber wir haben ja damals schon extrem den Sunshine Breeze, einen Zitrone- und Minze-Tabak gefeiert. Und deswegen haben wir uns jetzt mal einen weiteren Masaya geholt und wollen mal wissen, wie der Ruby Rush so ist. Himbeere finden wir ja sowieso ziemlich nice, ein bisschen Frische dabei, kann auf jeden Fall auch nicht schaden. Für die 200 Gramm zahlt ihr nur 14,90 Euro, damit definitiv eine der günstigeren Tabaksorten, die es im Moment so auf dem deutschen Markt gibt. Das kommt aber mit ein paar kleinen Abstrichen. Den ersten Abstrich seht ihr jetzt schon im Kopfbau. Es ist nämlich ein relativ grober Schnitt, also nicht so easy zum Bauen. Im Funnel, wie zum Beispiel wir gerade im Koloss, geht das auf jeden Fall noch klar, aber in so ein 80 Feet oder sowas, da hättet ihr glaube ich schon heftige Probleme. Aber dann schnappt man sich eben gerade mal die Schere, geht da einmal durch und dann sollte das Ganze passen. Ein anderer kleiner Nachteil meiner Meinung nach ist die Verpackung, denn er kommt einmal in einem Zipper und in dem Zipper ist nochmal eine Folie und in der Folie ist dann letztendlich der Tabak. Finde ich einfach immer ein bisschen unpraktisch, wenn man das Ganze auspacken soll, dann macht man sich immer die Finger dreckig. Andere Hersteller machen das deutlich besser, da ist eine Aromafolie drin, dann zieht man das Ganze ab und dann passt das. Aber jetzt kommen wir mal zu den wichtigeren Dingen. Den Rauch seht ihr ja nebenbei schon als die Verpackung. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Geruch. Und, ja, den Kopfbau habt ihr ja gesehen. Genau, Kopfbau hatten wir eben eingeblendet. Kommen wir mal zum Geruch. Ihr guckt euch bei mir noch ein bisschen die Wolken an. Aber man muss auch dazu sagen, der Kopf läuft schon eine ganze Weile. Wir hatten eben echt Probleme mit dem Mikro. Jetzt sollte aber alles passen. Deswegen gucken wir uns jetzt mal den Rauch an. Ja, die Himbeernote, die sagt mir auf jeden Fall zu. Es ist wirklich so eine frische Himbeere, leichte, parfümige Note, aber eigentlich gar nicht so schlimm. Also es ist wirklich so, dass ich sage, ja, die Himbeernote kommt auf jeden Fall ziemlich gut durch. Ihr habt auf jeden Fall eine schöne Frische von der Mentholnote. Und ja, vom Geruch her alleine sagt er mir schon auf jeden Fall zu. Ich habe die Dose aufgemacht und ausgepackt und umgesippt. Und dann dachte ich mir so, scheiße, den musst du unbedingt so schnell wie möglich rauchen. Und kam auch direkt, riecht voll gut. Ja. Und ja, also von daher vom Geruch auf jeden Fall unheimlich gut, hat mich auf jeden Fall direkt überzeugt. Ja, vom Geruch her für mich auf jeden Fall eine klare Himbeere. Das ist ja nicht immer so selbstverständlich bei Himbeere, aber hier wirklich sehr, sehr gut getroffen. Es ist eine künstliche Himbeere, wie der Wolf schon sagt, so fast ein Ticken parfümig, aber auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr lecker. Es ist eine leichte Frische am Start. Zu der Frische kommen wir dann, glaube ich, gleich nochmal genauer, wenn es um den Geschmack geht, weil da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Aber die Himbeere auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Ich fand auch, dass er sehr, sehr gut gerochen hat, direkt von Anfang an. Ich mache direkt weiter mit dem Geschmack. Die Himbeere ist immer noch am Start. Dieses Künstliche geht nach dem Anrauchen relativ schnell weg. Also das Parfümige. Es ist immer noch eine sehr, sehr süße, sehr frische Himbeere. Also Eis bzw. Menthol ist da definitiv am Start. Gerade wenn ihr so wie wir zum Beispiel mit dem MIG Razor im Vollkontakt raucht, ist da auf jeden Fall ordentlich frische am Start. Noch ein paar Worte zum Rauch. Der war auf jeden Fall vorhin noch deutlich besser. Der hat jetzt ein bisschen nachgelassen, aber der Kopf läuft auch bestimmt schon eine Dreiviertelstunde jetzt. Wie gesagt, wir hatten ein paar Probleme mit unserem Mikro. Aber ich finde, dafür, dass der jetzt eine Dreiviertelstunde läuft, immer noch relativ angenehm vom Rauch. Was sagst du denn zum Geschmack? Ja, vom Geschmack her bin ich auf jeden Fall sehr begeistert. Gerade so die Himbeernote ist oftmals gerade so beim Tabakbereich sehr, sehr schwierig zu treffen. Wir hatten nur sehr wenig Himbeer-Tabaksorten am Start, die wirklich uns überzeugt haben. Und ich muss sagen, da gehört er auf jeden Fall dazu. Ich finde, die Himbeernote ist auf jeden Fall sehr gut getroffen, sehr authentisch. Ja, ihr habt am Anfang noch leicht dieses Parfümige im Anrauchen, aber das verfliegt relativ schnell. Was man auch zu dem Tabak dazu sagen muss, er braucht sehr viel Hitze. Also ich habe den angeraucht in der Smokebox vorher, dann dachte ich mir so, also irgendwie braucht er doch mehr Hitze. Dann habe ich wirklich zwei Kohlen schon beim Anrauchen reingetan und dann hat er perfekt gequalmt. Ja. Von daher, ja, er braucht ein bisschen mehr Hitze, aber eigentlich ist es gar kein Problem, weil dann hat man weniger Probleme mit dem Hitzemanagement, weil man kann ihm einfach ordentlich Power geben. Von daher, ja, ein sehr, sehr gelungener Tabak, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Himbeere mit dieser schönen Eisnote. Gerade so auch beim Ausatmen so und man raucht vielleicht gerade eine Minute nicht, man hat weiterhin diese schöne, kühle Note im Rachen, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Von daher würde ich den Tabak auch
die 10 Sterne geben, weil ich finde, für einen Himbeertabak ist er ziemlich gut getroffen und ich weiß jetzt schon, dass ich mir mehr davon holen werde. Ja, vor allem, weil es auch ein relativ günstiger Preis ist. Ja. Also 14,90 € für 200 Gramm kriegt man nicht mehr so häufig. Ja. Und ich muss dem Wollen zustimmen. Ich habe ja in letzter Zeit sehr, sehr gerne den Pulp Fiction geraucht, was ein Himbeer-Erdbeer-Eistabak sein soll. Hier fehlt zwar die Erdbeere, dafür ist die Himbeere deutlich besser getroffen, finde ich. Also vielleicht sogar den noch mischen mit dem Pulp Fiction, könnte auch sehr, sehr geil werden. Geht vielleicht die Himbeere noch ein bisschen mehr runter, aber könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Was ich eigentlich erzählen wollte, Pulp Fiction hat mich eigentlich unglaublich abgeholt und der übertüncht das Ganze. Und bei dem Pulp Fiction habe ich schon so leicht angekündigt, dass der sich eventuell sehr schnell in meine Top 5 schleichen könnte. Deswegen war bei der Benotung für mich auch so der Punkt gekommen, wo ich überlegt habe, was will ich denn bei dem Tabak besser machen? Abgesehen vom Schnitt, wo man sich sehr, sehr schnell einfach selbst mit einer Schere Abhilfe schaffen kann, gibt es da relativ wenig, was ich bemängeln würde, höchstens die Verpackung. Und ob ich dafür jetzt einen Punkt abziehen würde, weiß ich nicht, weil es ist dann trotzdem sehr, sehr guter Tabak, wenn ihr ihn mal ausgepackt habt. Deswegen, ich schließe mich an, 10 Sterne, sehr, sehr gute Benotung auf jeden Fall. Da gibt es, glaube ich, auch nichts mehr zu diskutieren oder zu meckern. Was ich mir noch vorstellen könnte, den einfach mit dem Strong Red zu mischen, könnte einfach pervers kommen. Ja, das könnte auf jeden Fall auch sehr, sehr gut kommen. Aber wirklich ein extrem leckerer Himbeertabak. Vielleicht, was puren Himbeertabak bzw. Himbeer mit Minze angeht, mein absoluter Favorit im Moment. Ja. Ich wüsste gerade definitiv nicht, was da drüber geht. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, geiler Himbeertabak. 10 Sterne für den Masaya Ruby Rush. Sollte euch das Video gefallen haben, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao.